Was? Der Countdown läuft. Nur noch 5 Spiele für die Männer vom Berliner Hockey Club. 5 Chancen näher an die Playoffs zu rücken. Bis zum 4. Platz, also Uhlenhorst Mülheim, fehlt ein mickriges Pünktchen. Heißt, gegen den Mannheimer HC muss unbedingt ein Sieg her, damit der Kontakt zum Endrundenrivalen nicht abreißt. Konsequenter spielen, das forderte Matthew Hetherington vor der Partie von seinen Jungs. Im Hinspiel beim MHC ließ man Punkte liegen, so der Coach. Mit 2:3 verloren die BHCler in der Quadratestadt. Das Rückspiel heute ähnlich knapp, so viel sei verraten. Morgen haben wir frei, volle Leute. 1, 2, 3! Wechsel! Am Anfang das Spiel ausgeglichen, Hauptspielfläche das Mittelfeld, großes Offensivhockey. Kann man in dieser Partie auch fast nicht erwarten. Der MHC in Weiß, bekannt für die starke Abwehr, die erstmal nicht vom BHC durchbrochen werden kann. Auch nicht durch 2 Strafecken am Stück. Der 2. Versuch der Berliner stark gehalten von Andreas Speck. Der BHC mit Offensivbemühungen, doch ohne die letzte Konsequenz. Die Berliner insgesamt etwas präsenter, doch die größte Chance in der ersten Halbzeit gehört kurz vor Schluss dem Gastschuss von Prochaska, aber gut gehalten von Pilt Arnold. Und nein, der war nicht hinter der Linie. Nochmal der Beweis und deswegen geht's torlos in die Kabine oder auf die Tribüne zur Lagebesprechung. Beim MHC scheint das neue Motivation geliefert zu haben. Die Männer in Blau-Weiß mit mehr Druck, der Berliner HC mit starkem Abwehrverhalten. Und mit der sicheren Rückendeckung kommt auch der Angriff wieder in Schwung. Erst verfehlt Zwiatek, doch nur 2 Minuten später kommt Gomoll an die Schusskreislinie, trocken abgezogen und drin das Ding 1:0 für den Berliner Hockey Club. Die Schlussphase also besonders spannend. Noch 6 Minuten auf der Uhr und Klingelingeling. Nein, der Ball zwar drin, doch Fuß gepfiffen vom Schiri. Richtige Entscheidung. Hier sieht man es nochmal deutlich. Der MHC mit letzten Angriffswellen vielleicht mal durch eine Strafecke doch vorbei. Mannheim in den letzten beiden Minuten sogar ohne Torwart. Das nutzt am Ende aber rein gar nichts. Der BHC behält 3 Punkte an der Wilskistraße, 1:0. Der Endstand. Ja, wir haben zurzeit einfach nicht so die Leichtigkeit. Die fehlt irgendwie. Aber ich denke, dass wir heute ordentlich verteidigt haben vor allem und dann Gott sei Dank das eine Tor geschossen haben zum Glück. Und deshalb, aber uns fehlt einfach ein bisschen die Leichtigkeit und ich hoffe, dass sie nach der Pause jetzt wieder zurückkommt. Ja, ist klar, unzufrieden. Wir haben verloren. Wir haben jetzt vielleicht keine Chance auf Endrunde und das tut weh. Aber Berlin hat gut gespielt und sie waren die beste Mannschaft die ganze Jahr und sie haben eine gute Chance jetzt für die Endrunde. Alles Gute, ja, für die Berliner. Also, die erste von 5 Playoff-Prüfungen bestanden. Das war besonders wichtig, denn Uhlenhorst spielte zeitgleich beim Club an der Alster nur 1:1. Dadurch rutschten die Berliner ganz fix auf den 4. Platz mit 1 Punkt Vorsprung. Nun sind 5 Wochen Pause angesagt. Die Nationalmannschaft spielt nämlich in der World League um die Olympia-Quali. Danach wartet dann der Düsseldorfer HC auf die Herren. Die Damen haben mit dem DHC heute schon Bekanntschaft gemacht, allerdings keine gute, denn durch die Niederlage bei den Westdeutschen ist eine Halbfinalteilnahme so gut wie aussichtslos. 11 Punkte Rückstand bei noch 4 verbleibenden Spielen. Also ackern Männer für zumindest eine Berliner Endrundenteilnahme.